Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video will ich euch 5 verschiedene Kompostsysteme präsentieren, die ich selbst durchführe und mindestens eine von denen kannst auch du durchführen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und werde in eine andere Community gehen. Ich richte mich zum Beispiel heute nach dem Mondkalender. Das habe ich eigentlich nur am zweiten und dritten Tag gespürt. Erstmal ein paar grundlegende Sachen zum Thema Kompostierung, damit ihr auch versteht, was das genau ist. Weil ich glaube, allgemein ist da ein bisschen ein falsches Verständnis darüber, weil die Mehrheit wird wahrscheinlich immer nur denken, Kompost heißt seine Essensreste zu kompostieren, was auch richtig ist, aber da steckt viel mehr dahinter. Also Kompostieren kann man allgemein beschreiben als Zerfall vom organischen Material. Und organisches Material ist nicht nur Essensreste. Also im Prinzip kann man sagen, alles, was existiert, ist kompostierbar. Also selbst Plastik oder Metall oder sonst was, nur dass es da bis zu 1000 oder bei Plastik teilweise Millionen Jahre dauern kann, bis der zerfällt. Aber alles auf Erde ist organisch und ja, deshalb beim Kompostieren ist das Wichtigste, was zu beachten ist, ist eigentlich die Zeit. Und in diesem Video wird es jetzt aber nicht darum gehen, wie man Plastik kompostiert oder sonst was, sondern wie man möglichst effektiv für den Garten wirklich mineralreiche Erde oder Komposterde herstellen kann. Und auch die Zeit ist da ein wichtiger Faktor, weil teilweise Essenskomposte können bis zu ein Jahr dauern und der ein oder andere will nicht ein ganzes Jahr warten. Und da gibt es ein paar Tricks und Tipps, wie man Kompostvorgang entweder beschleunigen kann oder auch verbessern kann. Und jeder hat andere Bedürfnisse. Der eine wünscht sich einen möglichst einfachen Kompost, der andere wünscht sich einen kostenlosen Kompost, der andere wünscht sich, dass die Komposterde, die am Ende rauskommt, die bestmöglichste ist. Und ich möchte hier auf verschiedene Systeme gehen, wo auch verschiedene Bedürfnisse mit einbegriffen werden. Und dann würde ich sagen, let's go! Bei diesem Kompost wollte ich es mir so einfach wie möglich machen. Wie ihr oben seht, da oben ist mein Zelt, dort habe ich die letzten 3 bis 4 Monate drin gelebt. Und ja, wir stehen hier gerade vor meiner Toilette und meinem Essenskompost. Das heißt, ich wollte keine weiten Wege gehen, wenn ich auf Toilette muss oder meine Essensabfälle wegschmeiße. Das heißt, ich habe die hier alle hingeschmissen und jedes Mal hier einen Eimer mit Erde gehabt und auch Wasser und jedes Mal Erde und Wasser nach meinem Toilettengang drauf gemacht. Und der Kompost ist jetzt soweit fertig. Er ist noch nicht durchkompostiert, aber ich werde ihn jetzt einmal schön durchmixen und fliege dann nach Deutschland und Slowenien für 4 Wochen und werde ihn dann eine Weile ruhen lassen und kompostieren lassen. Also Vorteil von diesem System ist definitiv die Einfachheit der Kompostierung. Also der Vorteil an diesem Kompost ist natürlich die Einfachheit, hat aber auch einige Nachteile, wie zum Beispiel Gestank und ist auch ein bisschen eklig, das rumzumixen. Und es lockt auch Fliegen an. Wir hatten jetzt Winter, da war das jetzt nicht so schlimm, aber im Sommer würde ich hier nicht leben wollen, wenn hier dann ein Haufen Fliegen sind. Aber es ist jetzt soweit fertig. Das wird dann auch zukünftig mein Blumenbeet für Starkzehrer. Hier fließt normalerweise auch eine Strömung direkt ins Beet. Das heißt, es sollte dann relativ gut im Winter gut gedüngt sein und ich denke auch, dass das eine sehr, sehr gute Erde wird, aber das braucht jetzt erstmal Zeit zum Kompostieren. Eine weitere Möglichkeit, Essensreste zu kompostieren, und das ist wahrscheinlich meine Lieblingsmethode, ist die Direktkompostierung im Beet. Also ich habe hier zum Beispiel einen Apfel, hier habe ich einen Apfelbaum gepflanzt, also der ist alt und schon angegammelt, den will ich nicht mehr essen. Dann schmeiße ich den einfach dazu und ich habe hier meinen Essensrestkompost mit schönem Kaffeesatz und so weiter und den verstreue ich jetzt meist immer um die Bäume herum und ja, ich denke auch, das kommt der Natur am nächsten, das heißt die ganzen Essensreste, ich werde da natürlich nicht extrem viel reinmachen, werden dann hier kompostieren über Jahrzehnte, über Jahre, also für immer im Prinzip. Und ja, ich denke, wenn ein Fruchtbaum seine Früchte verliert und runterfallen, werden die auf dieselbe Art und Weise kompostiert. Deshalb halte ich das für die beste Methode. Allerdings muss man natürlich dann jedes Mal mit seinem Essensrestkompost hierher laufen. Und
Einer der wohl effektivsten, aber auch langjährigsten Möglichkeiten zu kompostieren sind, wie hier zu sehen, Hügelkulturbeete. Also zu diesem Hügelkultur habe ich ein extra Video gesehen. Schaut es euch gerne an. Und ja, ich habe hier nicht viel Erde drauf. Ich brauche noch ein bisschen Erde und habe deshalb Terra-Bretta-Erde nach dem Amazonas-Regenwald-Rezept versucht herzustellen. Dazu gibt es auch ein extra Video, verlinke ich euch hier. Ist leider nicht so gut kompostiert, wie ich gehofft habe. Ich habe es 4 Wochen kompostieren lassen und es braucht definitiv noch entweder mehr Zeit oder andere Mischungen. Deshalb habe ich entschieden, diese Erde jetzt auf mein Hügelkulturbeet zu legen. Ich habe hier eine Schicht Mulch drauf, die mache ich erst runter, werde dann meine versuchte Schwarzerde drauflegen, wieder den Mulch drauf und dann für weitere mindestens 4 Wochen kompostieren lassen. Und nach 4 Wochen hoffe ich dann, dass das Hügelkultur ist, bereit ist zum Aussehen. Also in diesem Hügelkultur habe ich im Prinzip auch denselben Kompostmix wie von ganz am Anfang meinen Essensrest und Toilettenkompost mit reingemischt. Beim Hügelkulturbeet Holz vergraben, auf das Holz diese organischen Toilettenreste drauf machen. Und die Insekten werden dann über Jahrzehnte lang von diesem organischen Material und dem Holz leben können. Und pinkeln dadurch und tun das dann das ganze System ganz schön düngen. Und auch die Terra-Bretta-Erde habe ich mit diesem Toilettenmix gemischt. Das heißt, ich gehe davon aus, es braucht alles noch ein bisschen länger Zeit durch diesen Toilettenmix. Aber bisher sieht es recht gut aus. Ich habe einige Insekten gesehen. Und dann kommen wir zum nächsten Kompostsystem. Und zwar befinde ich mich gerade in meinem Laubwald und Laub ist ein perfektes Kompostmaterial. Also wer sich ein bisschen mit Pflanzenerde auskennt, der weiß, in Laubwäldern ist immer sehr, sehr gute Erde zu finden. Und schwer zu erkennen, aber ich stehe hier gerade zwischen 2 Kompostbergen. Hier ist ungefähr die Grenze. Den habe ich vor circa 4 Monaten angelegt und den vor circa 1 Monat. Und ich zeige euch mal den Unterschied. Also hier zu meiner Linken sehen wir den Kompost vor circa 1 Monat angelegt. Man sieht, es sind auf jeden Fall noch ganze Blätter, aber sie werden, sind schon leicht ankompostiert. Das heißt, es funktioniert. Und als ich diesen Haufen hier gerade umgegraben habe, so ein guter Geruch. Also es riecht richtig schön nach Pflanzenerde und man sieht hier auch Anzeichen von Mycelium, also von den Pilzsporen. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Aber mega, mega gute Pflanzenerde. Ich denke, das braucht noch 1-2 Monate, also insgesamt dann fast ein halbes Jahr. Aber so könnt ihr auch Kompost herstellen, Laubkompost. Die 5. und letzte Variante, wie ich kompostiere, seht ihr hier. Im Prinzip seht ihr es gerade nicht, weil das ist meine Chop-and-Drop-Technik. Ich habe hier extra Begleitpflanzen angepflanzt, die sterben werden. Man sieht hier die Kamille. Letzten September war hier alles richtig schön grün und die Kamille ist richtig schön gewachsen. Das Einzige, was man jetzt hier nur machen muss, ist ein bisschen rausreißen und reinschmeißen. Und so kann man den Wald düngen. Ich habe hier Katzenminze angepflanzt, ich hatte hier sogar Tomate und Kürbis angepflanzt. Und die ganzen Blätter, die man nicht isst, kann man einfach drin liegen lassen. Und die kompostieren dann und düngen die Erde. Und so gehe ich auch unten in meinem Food Forest vor. Das Problem ist, momentan ist Winter, man kann das alles gar nicht sehen, weil momentan nichts wächst. Aber im Sommer werden dann ganz viele Pflanzen wachsen und durch die Drop-and-Drop-Methode wird dann der Boden immer, immer gedüngt sein. Und auch durch meine Essensabfälle, die ich reinschmeiße, werde ich immer einen sehr gut gedüngten Boden haben, ohne jahrelange Kompostvorgänge durchführen zu müssen. Man kann es kaum erkennen, aber hinter mir soll ein zukünftiger Food Forest stehen. Bisher kann man nur die Zitrusbäume sehen, weil hier noch nichts wächst. Ich habe versucht, hier mehrere Sachen auszusehen, aber bei minus 6 Grad will hier scheinbar nichts keimen. Wenn ihr aber zukünftig sehen wollt, wie das hier alles aussieht, ob ich es schaffe, den Boden gut gedüngt zu halten, dann abonniert meinen Kanal. Hinterlasst gerne einen Kommentar über meine Kompostsysteme. Habt ihr so einen schon mal angewendet? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Bin ich vielleicht ein bisschen zu eilig? Brauche ich mehr Geduld? Lasst mich gerne alles wissen. Und dann freut es mich, von euch zu lesen. Dann hört ihr auch wieder von mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Viel Spaß, euer Robin.